Thomas Schmidt. Bühne frei, einen Applaus bitte für Thomas Schmidt. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Da bei der großen Geburtstagshause beim Poetry Slam in Bayreuth. Ich habe im Internet nachgeschaut. Der Michel hat geschrieben, dass er nur die besten Poetinnen verpflichtet hat, des Landes, des Universums. Und dann hat jemand abgesagt, drum bin ich hier. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe ja einen Text dabei, der passt jetzt ziemlich gut auf den Text von Laura Selina. Ist ein bisschen ein Downer, wenn man das so zugibt, aber ich bin Lehrer. Das ist nicht immer so geil. Also 14 Wochen im Jahr schon. Aber es gibt auch andere Momente, davon handelt dieser Text und der heißt: Kennst du das? Kennst du das? Diese Slam-Texte, die anfangen mit: Kennst du das? Mal ganz ehrlich, mich regt das auf. Nee, dann sitze ich da und denke mir: Nee, kenne ich nicht, woher soll ich das auch kennen? Aber trotzdem fühle ich mich schlecht, weil immerhin, es könnte ja sein, dass das mein Defizit ist. Und da sitzt auch noch dieser Mensch neben dir, dieser Mensch, der so unglaublich dumm aussieht und selbst der nickt und sagt: Kenne ich. Und dann sagst du, ja klar, kenne ich auch, logisch, wer kennt das nicht? Sowas ist doch scheiße, mal ganz ehrlich, nachdem wir das geklärt haben. Kennst du das? Es ist Freitagabend. Gerade wieder hast du eine Arbeitswoche hinter dich gebracht, ohne einen Strick am Dachbalken festzumachen. Jetzt Partytime, Jiha, Arabi, Holi, Goli und so weiter. Du sitzt auf einem beliebigen Ikea-Sofa in einem beliebigen Ikea-Wohnzimmer mit guten alten Freunden, solchen, die es mal waren oder solchen, die es noch werden könnten. Du bist relaxed. Weil es ein schier endloses Wochenende vor dir liegt, aber auch ein bisschen angespannt, weil du dich fragst, wie du am besten möglichst viel von dem geilen Rotwein in deinen eigenen Blutkreislauf kriegst, ohne dass sich gleich jeder für einen Alkoholiker hält. Kennst du das? Hallo Ariane. Und wenn du noch voll fokussiert bist, Chateau Neuf du Pape 2014er vollmundig, seit ich hier die ganze mit feiner Fruchtnuancierung, da stupst dich jemand von der Seite an und fragt: Du sag mal, du bist doch Lehrer. Du, meine Tochter muss übers Wochenende einen Aufsatz über Goethes Backbücher schreiben. Sag mal, darf man das überhaupt so viel aufgeben und überhaupt, hast du da mal einen Tipp? Kennt ihr das? Ja, kennt ihr vielleicht nicht. Also bis jetzt alles richtig gemacht. Wahrscheinlich seid ihr keine Lehrer. Aber vielleicht bist du ja Klempner und so richtig durstig. Und dann fragt dich einer, wenn du gerade erfolgreich an der Schwelle zur Fahruntauglichkeit angekommen bist: Du? Ich denke gerade für mein Haus so über eine energieeffiziente Warmwasserzirkulation nach. Was hältst du eigentlich von Grauwassernutzungsanlagen? Ja, Arschlecken, gar nichts hältst du davon. Kommt der da mit Grauwasser, während du auf dem Weg bist in Savannah auf einem fucking Highway, der mit Kronenkorken gepflastert ist? Ich meine, vielleicht willst du auch mal nur deine Ruhe haben. Ich meine, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das muss man doch mal trennen. Also es klappt im Lehrerzimmer nicht immer, aber... Ich meine, so ein Radprofi, der will auch nicht die ganze Zeit über Doping reden. Oder Heidi Klum. Heidi, die will doch vielleicht einfach nur mal ein gepflegtes Gespräch über Kierkegaard und Schopenhauer führen und nicht dauernd aufs Modeln reduziert werden. Was kümmern mich also die Hausaufgaben von dem Gör? Soll ich doch einfach nicht machen? Haben wir früher auch nicht. Und hat's uns was geschadet? Ja, aber das ist nicht der Punkt. Es ist Freitagabend. Der Papst aus Chateau Neuf und ich, wir zwei, wir haben jetzt ein Date. Und da packt dieser jemand auch noch ein Blatt Papier aus. Das sieht aus wie eine Autogrammkarte von Freddy Krüger. So rot ist es. Respekt, denke ich. Da hat sich ein Kollege mal so richtig ausgetobt. Kannst du da nicht mal drüber schauen, fragt es. Wie kommt die Note echt schräg vor? Überhaupt Noten? Braucht man das überhaupt noch? Ja, weiß ich nicht. Die einzige Note, die mich gerade interessiert, ist die durch zweijährige Barrique-Fasslagerung verfeinerte fruchtige Note von Kirscharomen. Aber das ist ja wieder mal typisch. Wir leben in einem Land, in dem jeder alles benotet. Verbrannter Rand bei der Pizza, da gebe ich im Internet nur 3 von 5 Sternen. Da wird sich Luigi aber umschauen. Oh, da hat der Minirock, den ich in Kuala Lumpur bestellt habe, echt 5 Tage gebraucht, um bei mir in Meyerberg anzukommen. Da werde ich den Shipping-Service mal ganz gepflegt runtervoten. Gegenüber von unserem Haus in Schwabach kennt kein Mensch, selbst die, die dort wohnen. Gegenüber von unserem Haus ist eine Bushaltestelle, die alte Linde. Selbst die hat eine Bewertung, 3 Sterne. Da hat sich immer gedacht, schön das Haltestellenschild, grün und gelb. Die Farbe wird weltoffen und modern, aber kein Unterstand bei Regen, kein Kiosk, keine Blaskapelle. Und mein Handy hat auch nur 2 Balken beim Empfang. Sorry, liebe Haltestelle, aber mehr als 3 Sterne sind da nicht drin.
Aber wir reden über das mal einem Schüler, der behauptet, dass Franz Kafka Amerika entdeckt hat, keine Note mehr gibt, sondern nur noch ein weinendes Emoticon. Es gibt sogar Idioten, die stellen sich bei obskuren Poetry-Veranstaltungen auf eine Bühne, lesen irgendwelche Texte vor und lassen sich dafür bewerten. Wie krank ist das denn? Lächelnd nehme ich das Blatt und sage, ja klar, mache ich gern. Man hilft ja, wo man kann. Und wieder einmal beschleicht mich das Gefühl, den falschen Beruf gewählt zu haben. Wie schön wäre das, auf irgendeinem x-beliebigen Sofa zu sitzen und freundlich angesprochen zu werden? Sag mal, du bist doch Weintester. Ich habe hier einen echt teuren Rotwein aus Frankreich. Magst du da nicht mal drüber schauen, mir sagen, ob der was taugt? Aber gut, man kann nicht alles haben. Oder fuck life, wie meine Tochter sagt, aber eins sage ich dir, mehr als 2 Sterne gebe ich diesem Leben nicht. Vielleicht 3 Sterne maximal. Vielen Dank.